Wow. Wow, fuck, 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 fuck. Scheiße. Nope, super. Super Aktion. Wir hätten vielleicht von oben zumachen sollen. Ah, super. Sehr gut. Super geil. So, aber jetzt kann ich die Gelegenheit mal eben nutzen und Terraria noch ein Stück leiser machen. Ja, mach das. So, jetzt hat es wahrscheinlich die auf. Ja, super. Premium, danke schön. Aufnahme gekillt. Ach nee, Terraria gekillt. Ja. Läuft Terraria bei dir im Vollbildmodus oder? Ja, ich. Nee, im Fenstermodus, glaube ich. Komisch, dass dann das rausswitchen sowas so dolle rumbuggt. Ah, ich ändere es mal eben. So, toll. Jetzt. So, ja, jetzt seht ihr mich wieder. Hier, also Bild wieder seht ihr. Video, Fenstermodus. Achso. Ja, was jetzt? Sobald ich den Fenstermodus einschalte, tschüss oder was? Was ist da mit tschüss? Ja, dann stürzt das Spiel ab. Sehr gut. Also, ich spiele die ganze Zeit im Fenstermodus. Oh, okay, dann nehme ich jetzt mal nicht auf und versuche mal umzuschalten. Das ist ja vielleicht günstiger, ja. Ah. Ah. Weißt du was? Wir kommen da gar nicht runter. So einfach. Und jetzt wollte ich aber noch hier die Lautstärke mal extrem viel leiser machen. Hörst du mich so schlecht oder was? Nein, aber ich kann ja nachher nicht mehr abwischen, ob Terraria Ach lauter so. Sein soll oder nicht. Achso. Ein bisschen blöd. Ne, vorhin ging es noch, aber war schon so an der Grenze, glaube ich. Kannst du es nicht hinterher abmischen? Nö. Ich buddel mich mal da runter, ne? Jo. Oh, die Zuschauer haben jetzt auch wieder ein Bild, das freut sie bestimmt. Das wäre auf jeden Fall günstig, wenn sie sich freut. Also, weiß nicht, heute bei dir ist echt der Wurm drin. Ja, heute stimmt irgendwie alles nicht. Du sollst aber nicht hinterher springen, weil dann bist du wieder tot. Das war jetzt eine gute Info. Ich wäre nämlich dir jetzt direkt hinterher gesprungen. Nee, ich hab mich auf eine Seite runtergebuddelt. Okay. Achso, ich hab ja. Yay. Okay. Versuche ich dann jetzt mal anderweitig zu lösen. Nehme ich hier einfach. Nein! Ja. Okay. Ja, ich versuche das genau so zu lösen. Das Gute ist, da steht der Todesmeldung auch auf Deutsch. Alex Platt stürzt in den Tod. Ja, obwohl ich auf Englisch eigentlich spiele, sehe ich das auf Deutsch. Sehr gut. Ich wollte auch nur bis zur Kante und nicht einen Millimeter drüber. Oh! Das Slime. Was habe ich denn jetzt? Ich habe Topaz, ich habe irgendwie 5 Fackeln. Puh. Topaz. Ja. Nein. Nein, du verkackter Slime, traue dich nicht. Oh, jetzt sollte ich das überleben. Ich habe jetzt mal über mir eine kurzen Schnitt reingemacht, damit mir nicht wieder die Slimes auf den Kopf fallen. So, jetzt wird es komisch. Haben wir jetzt mal alles aufgenommen? Das jetzt. Okay. Ich glaube, so dürfte das gehen. So, ich baue jetzt erstmal mich wieder nach oben und ja, genau. Fällt wieder ein Slime auf den Kopf, weil ich ja nicht den Dings eingebaut hätte. Hast du unsere Sachen? Ja, ich habe unsere Sachen. Ja. Ich suche eigentlich gerade. Das ist erstmal meins. Ach, ich habe auch einen Obelisk bekommen. Ah, da, die Wood-Plattform, die habe ich gesucht. Oh, ich bin auch da. Das ist ein gelber Slime. Ja. Das kostet mich gerade ein bisschen an. Wow, weg. Ah, wir sind hier vorbeigekommen, sehr gut. Wow. Muss ein bisschen aufpassen, aber sonst kommt man ja erstmal jetzt wieder runter und hoch. Ich gehe hier mal. Alex Platt stürzt sich. Wenn er das hinkriegt, dann ist es schon besser.
Ach so. Der Luft platzieren. Nur wenn eine Wand dahinter ist, dann geht das ja. Oh, cool. Weil da unten, wo dann keine Wände, also wo es kein, nicht mehr als Dirt wohl zählt, da geht das nicht mehr. Also, das hängt davon ab, ob da eine Wand dahinter oder ob da Wand zählt, was dahinter ist. So. Ich tue jetzt erstmal so ein bisschen was davon. Die Woodwall zum Beispiel war nicht meine. Tin Ore, keine Ahnung. Hast du dir ein Iron Short Sword gebaut? Nee, ne? Du hast dir ein Broadsword gebaut, oder? Ja, ein Holzschwert. Aber ich habe hier ein Eisenkopfschwert. Wieder rausgeflogen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Okay, das ist schräg. Ja. Ich habe hier eine Eisenpickaxe. Okay, irgendwie hast du alles aus Eisen, warum auch immer. Glücklicher. Hatte ich nicht. Doch, hattest du. What the fuck? Ich habe hier eine Eisenaxe, eine Eisenpickaxe und ein Eisenschurz und ein Eisenkurzschwert. Und das kann dann nur von dir sein. Nein, ich hatte nur Messing hier, Kupfer. Nein, weil andere Werkzeuge habe ich nicht gefunden. Ich habe bloß die Werkzeuge gefunden. Warum habe ich jetzt auf einmal auch ein Eisenkurzschwert, bitte? Aber das sieht eher aus wie Kupfer. Nee, ist ein Eisen, steht hier. Sehr gut. Kupfer ist das hier. Warte. Das hier. Na, ja, Pointy Copper Sword. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein Eisenkurzschwert. Sehr gut. Hast du das irgendwie gedroppt oder sowas? Höchstens vielleicht, dass die Zombies das gedroppt haben. Ja, könnte sein. Ich tue es hier gerade in die Kiste wieder rein, was ich denke, was nicht von mir ist. Zumindest, was ich nicht brauche. Ja. Boah. Wir haben schon ein bisschen viel Holz. Oh ja, macht nix. Holz kann man brauchen. So ein bisschen aufgeteilt. Okay, den Hasen da drüben, den kriege ich noch. Das war mal ein Hase. Das war mal ein Hase? Ja. Ich hab ihm nichts getan, ich schwör's. Sagen sie alle. Echt nicht. Ja. Heute Abend gibt's lecker Gulasch. Bei dir gibt's Gulasch, bei mir gab's bloß leider ein ganz normales Brot. So. Ja, bei mir gab's heute Gulasch. War echt lecker. Ist eigentlich ganz normal jetzt alles drin, müsste. Aber ich glaube, ich habe ein besseres Schwert bekommen, von daher hat sich schon mal gelohnt. Ja. Hä, es gibt also doch noch Eisen oder was? Ja. Aber es gibt jede Menge andere Metalle noch dazu. Ah, okay. Willst du Fernkämpfer sein oder Nahkämpfer? Ich glaube, ich bin normalerweise eher Nahkämpfer, also so Mitteldistanz. Oh, ich habe einen Shackle bekommen, sehr gut. Okay, weil dann dann mache ich hier den Magier. Ja, mach wie du lustig bist. Wir können auch alle. Ja, alle Magier, awesome. So, willst du auch in Tinnen, hier in Aluhelm haben? Hallo? Ein Aluhelm? Ja, so einen wie ich auf hab. Warum nicht? Der hat ganze 2 Defense. Was? 2? Ja. Muss ich mal überlegen, ob es nicht ein bisschen zu OP ist. Also ist egal, ich tue Alu einfach rein und überleg dir, ob du das haben willst oder nicht. Okay. Ich weiß, was ich jetzt mache. Da kommen wir ja gar nicht mehr hin. Okay. Gehst du wieder runter in die Höhle? Nicht ganz. Okay. Ich muss mal kurz was aufbauen. Ach, Mann. Man müsste sich das von Anfang an überlegen, wie man schreiben will.
Safe. Das geht. So, ich habe jetzt erstmal hier schön einen Obelisken hingesetzt. Okay. Kannst du mal lesen, was denn da, was ich da reingeschrieben habe. So, jetzt kümmere ich mich mal den blöden Zombie hier, der nervt mich. Guck mal. Jo. Juhu. Hast du da nicht noch eine? Hast du nicht eine mitgenommen, so ein Ding? Ein was? So ein Stern, hast du nicht einen mitgenommen? Hab ich auch. Aber oh, die sind irgendwie beide weg. Oh. Asynchron gemacht. Wollen wir es mal entasynchronisieren. Das ist ein Grund, warum so ein Überhang oben drauf macht? Ja. Okay, warum? Weil wir später noch Charaktere kriegen, die da einziehen wollen. Ja, das weiß ich. Aber warum ist das so überhängt oben? Das wollte ich wissen. Ja, da, damit es irgendwann schön aussieht. Okay. Verstehe ich nicht. Ja, ich bin noch in... Nein! Boah, erstmal 18 Schaden vom Runterfallen gekriegt, ey. 80. 18. Oh, 80 wäre ein bisschen arg viel. Für meinen ja, Kopf. Deswegen habe ich gerade gedacht. Das fällt mir ein, du bist doch die ganze Zeit nicht im Team, ne? Im Grün. Boah, jedes Mal, wenn ich rausjoine. Ja, ja. So gewundert irgendwie, ich wusste doch mal, wie viel Leben er hat. Ja. Ja, also ich... Mit dem Laptop war alles nicht... Er bringt mich so derbes durcheinander. Ja gut, aber Terraria läuft ja zumindest auf fast jedem Rechner. Nee, das ist nicht Problem, aber in dem Rechner hier habe ich eine 77 drin. Warum? Mich kotzen diese Dinger jetzt schon an. Ah, ich habe dein Wooden Sword übrigens, das habe ich noch vergessen hier zurückzugeben. Ach, ist nicht schlimm. Ich habe schon ein anderes. Diese Blobs nerven. Zwei Blöcke. Die nerven richtig hart. Wo kommen die denn immer her, Mensch? Die kommen. Spawnen die auch zu ärgern. Spawnen die auch in hellen Bereichen? Ja, ich glaube schon. Alter, ich bin hier voll der Architekt. Okay. Aber denk an den Schlüsselmeister, der muss auch einen Platz in der Simulation bekommen. Okay. Also fast für Matrix und so. Ja, ich kenne Matrix. Blöder Schleim, spring doch in die richtige Richtung, dann kommst du auch hier hoch. Dann kann ich dich kaputt machen. Aber Matrix war schon... Matrix, die Reihe war schon geil. Blöder Schleim springt jedes Mal falsch. Ja, aber jedes Mal. Ew. Fünf. Oh, dann bauen wir mal unser Haus vorläufig mal fertig. Das kann eine Weile dauern bei mir. Okay. Ich muss mal warten, bis er wieder hochspringt. Der blöde Schleim, damit ich ihn hauen kann. Oh, vielleicht geht's auch schneller. Sehr gut. Ich jongliere den Schleim auf meinem Schwert. Oh, schade. Meins! Was hast du denn gefunden? Noch eine Schnuppe. Sehr gut. Ich habe den Schleim auf meinem Schwert jongliert. Oh, das klingt cool. Klingt super, ne? Ja. Und bauen wir hier unten weiter, wo wir zuletzt waren. Auf geht's! Rope! Mal diese Werf-Ropes hier und so. Muss auch noch irgendwo Ropes haben. Ja, die habe ich glaube ich gerade mit verbaut. Die habe ich auch glaube ich auch nicht. Achso, ja, okay, sonst hätte ich die dir schon gegeben. Ne, die sind noch hier oben. 89 Ropes. Ah, ne, schon habe ich da rausgetan. Okay.